Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Harvest Moon, Baum der Stille. Let's go. So, wir haben den 17. Herbsttag. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht Regen gehört, also können wir die Tiere wieder rauslassen. Oh, der Briefkasten. Was hat er denn zu melden? Vom Schreiner. Was gibt's Neues? Danke für deinen Einkauf. Dein Haus ist jetzt also auf Stufe 3. Gut gemacht. Mit der nächsten Erweiterung auf Stufe 4 hat es dann 2 Etagen. Sammle weiter Material und arbeite hart, damit bald ein tolles, geräumiges Traumhaus wird. Rolf Detlefs Schreinerei. Achso, das war Rolf. Aber... Hä? Na egal. Leute. Glocke. So. Ich denke mal, Tartuffo wird, glaube ich, am 1. Winter oder am 28. Herbst werfen, also ihr junges, ihr Kalb bekommen. Gute Milch. So, dann streichen wir noch Titoad und Kawaii. Titoad. Und Punk Pikachu. So. Gießkanne. Unsere goldene Kanne. Ist alle. Ah, ich glaube, ich muss meine Sichel bald mal wieder zücken. Hier wuchert schon wieder das Unkraut. Ich mag das nicht so gerne in der Nähe meiner Pflanzen. Wir haben ja in der Anfangs-Tutorial-Phase gelernt, dass das dann die Energie nimmt und wo die Erdbeeren dann schlechter wachsen können, wenn man das Unkraut da nicht aus dem Weg räumt. So, bewölkter Herbsttag. Wird es wahrscheinlich morgen regnen. So. Aber wenigstens können wir die Eier hier besser aufheben, wenn alle draußen sind. So. Neo bekommt als erstes. Dann Tilo. Und dann bekommt unser Felix. Irgendwie erwische ich den immer bloß falsch. Man muss direkt da, wo die liegen, das Futter hinlegen. Wenn man es daneben legt, also quasi hier auf die Ecke, dann fressen sie es zwar, aber sehen es nicht als gerade eben an. So, streicheln, streicheln, streicheln. Mal gucken im Herbst, ob wir da noch die anderen Seidenraupenplätze belegen. Ich sollte auf jeden Fall noch mehr Vogelfutter besorgen. So, jetzt gehen wir aber zuerst zum Bären. Und hoffen mal, dass heute ein guter Tag ist. Ich habe noch so viel Energie. Habe ich die Blumen gegossen? Ja, ne. Nimmt ja nicht so viel weg. Mit der Goldkanne ja noch weniger. Die ist ja auch total leicht.
Mann, Fliege, hau ab. Ich spiele hier. Oh, hier ist ein Giftpilz. Einen haben wir ja schon aufgehoben fürs Rezept, aber den kann man dann verkaufen hier. Und wenn wir Holz brauchen, brauchen wir bloß hier die Bäume wegsemmeln. Ich sag so gerne semmeln. Wegsemmeln. Halt. Langsam, 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 Bauer. Nicht übertreibe. So, Honig ist alle, also geht's jetzt mit Pilzen weiter. Ich könnte zwar noch welchen kaufen, aber warum kaufen, wenn Pilze auch okay sind? Oh, da hinten sehe ich. Aber der Bambus liegt, glaube ich, außer Reichweite. Bis dahin lässt mich der Bär nicht. Oh, SOS, Bärennot. Sammle ich hier das Holz ein und bin ich hier ganz vorsichtig. So, dann gebe ich ihm noch weiter Pilz. Zwei bis drei Pilze sollten gehen. So, ein Pilz probiere ich noch. Vielleicht klappt es ja. Und? Setzt sich hin. Prima. So, ob sie noch einen Pilz nimmt? Ich glaube zwar nicht, aber probieren können wir es, ja? Mein Gott, sie setzt sich hin. Und sie freut sich. Also versuchen wir noch einen Pilz. Das zieht sich jetzt so ein bisschen wie Kaugummi. Aber ich glaube nicht, dass sie den jetzt auch noch nimmt. Ich glaube, vier Pilze reichen ihr. Ja, vier Pilze sind definitiv maximal wert. Sie ist satt. Für heute. So, als nächstes sind wir natürlich wieder auf dem Weg zu unserer Frau, Freundin. Angebetete. Morgen dürfte dann unser Haus die nächste Ausbaustufe erreicht haben. Also dürfte das Haus dann fertig sein. Wobei ich glaube, eine Stufe gibt es noch, oder? Warte mal, ich muss mal gerade eben gucken. Jetzt bauen wir es eigentlich. Bauen wir es jetzt zur Stufe 3 oder 4? Ich glaube, zu Stufe 4 habe ich so aus. Bin ich jetzt am Ausbauen. Und Rolf hat irgendwas gesagt, von wegen 4 kommt ein Stockwerk dazu.
Mann, Fliege, hau jetzt ab. Setz sie nicht immer auf mein Gesicht, das mag ich nicht. So. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt noch Wolgan dabei? Ja, gelbes Wolgan haben wir noch. Ich glaube, ich habe 3 Schafe, eine Ziege, eine Kuh, ein Dings. Also einen Ziegenzaubertrank habe ich geholt. Das heißt, meine Ziege bekommt dann auch noch ein Baby. Und die Kuh bekommt ein Baby. Dann sind es 8 Tiere. Ich glaube, dann ist der Stall auch voll. Dann lasse ich es bei 3 Schafen, 2 Ziegen, 2 Kühen und einen Strauß. Ja. Reicht doch. Auf den Strauß können wir später sogar reiten, wenn wir wollen. Dann kommt man auch schneller von A nach B. Haben wir hier Kräuter liegen? Haben wir heute mal keine Kräuter liegen, haben wir gestern eingesammelt. Ah, die wachsen, glaube ich, auch nicht jeden Tag. So schnell kann das gar nicht wachsen, wie wir da draus reißen. So, dann gehen wir rein. In den Hühnerstall zu unserer Hühnerbraut. Bitte schön, Prinzessin. Hallo. Oh hey, das finde ich gut. Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Geschenk. Heute ist es ziemlich bedeckt. Ja, schon klar. Aber ihr müsst doch zugeben, die passt doch wirklich gut zu unserem Kenji. So, jetzt gucke ich gerade noch. Haben 1, 2, 3, 4. Warte mal, das sind 3. Das sind 3. Immer noch 7 Herzen, oder? Darunter wollte ich eigentlich so. So, mal gucken. Habe ich noch was dabei, was ich ins... Das kann weg. Und das natürlich. So, und die Eier muss ich noch verarbeiten. Hallo Ilka. Ich habe einen kleinen Bruder. Er holt ein Saatgutgeschäft fern von zu Hause mal aufmachen. Mein Bruder war immer ein Schelm und musste alles machen, was er sich vorgenommen hatte. So, da fällt mir ein, wir können ja mal schauen in Waffelstadt. Da ist doch im Krämerladen jemand Neues. Und ja, die Braut möchte ich euch dann natürlich auch nicht vorenthalten. Ich meine, ich weiß, wie sie heißt und habe es ja auch schon gesagt, sie heißt Pia. Aber ihr habt sie ja noch nicht gesehen und vorgestellt haben wir sie ja auch noch nicht. Darum machen wir das heute mal. So, gehen wir nach Waffelstadt. Bin ich immer noch so Harmonika auf den Lippen? Dabei heißt das ja hier nicht Harmonika, sondern Waffelstadt. Fragt mich echt nicht, wie die auf diesen bescheuerten Namen gekommen sind. Sie hätten es genauso gut... mir fällt jetzt gerade nichts ein. Irgendwie anders nennen können.
Oh, da fällt mir ein, wir haben Geld. Wir können doch gleich noch die Dingsmaschine besorgen, wenn wir schon mal im Krämerladen sind. Oh, sie ist gar nicht da. Na gut, dann gehen wir erst einkaufen. Käsemaschine. Buttermaschine. Hier ein musikales Schneidebrett. Und den. Achso, ja, die Rassel vielleicht auch gerade eben, wenn wir schon mal da sind. So. Und dann gehe ich mal hinten die Treppe runter. Vielleicht treffen wir sie ja dort. Das ist eigentlich hier Pias Arbeitsschreinerwerkstatt. Aber sie ist scheinbar nicht da. Sehr merkwürdig. Naja, dann eben nicht. Kann sein, dass wir hier sie doch in der Mine suchen müssen. Dann besuchen wir halt Christina und Linda. Ich finde es sehr unvorteilhaft, dass Linda und Lina so ähnlich klingen. Ich muss mir immer überlegen, ob die Namen... Das ist Linda. Und das ist Christina. Die habe ich auch schon mal geheiratet, aber das war im Baum der Stille. Nee, das war in Deine Tierparade, genau. So, und das ist Sigi, die kennen wir auch aus Deine Tierparade. Also im Prinzip haben sie hier den gleichen Laden nochmal aufgemacht. So, Artikel kaufen. Bla bla. 2100 ist mir zu viel. Oh, warte mal, ein Hut vielleicht. Okay, die Mützen sind geblieben. Also was für eine Mütze man trägt, ist scheinbar egal. So. Jetzt habe ich wieder voll viel Geld ausgegeben. Aber dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Milch weiter zu verarbeiten, dann zu Käse und Butter und so. Tja, Alter, ich hab dir die Frau weggeschnappt. Das Wetter macht dir nichts aus, aber dass ich deine Frau wegschnappe, wird dir was ausmachen. Lina würde nämlich sonst ihn heiraten. Also wenn wir ihnen ganz viel reden und so, aber jetzt hat sie uns ja schon ihr Liebesgeständnis gemacht und ich glaube kaum, dass wir sie jetzt noch irgendwie vergraulen können. Dann gehen wir jetzt, gucken unsere Maschinen an. Die Butter und die... So, erstmal reinläuten. Alles rein. So, und dann muss ich gucken, ob auch alle gefressen haben. Gestern hatte nämlich Auresi und hier Kawai nicht gefressen. Sieht heute ganz gut aus. Ja. Und hier haben wir Käse- und Buttermaschine. Die natürlich dementsprechend, tada, famosen Käse und gute Butter aus guter Milch herstellen. Die machen auch so unterschiedliche Geräusche beim Herstellen. Das finde ich auch cool gemacht. So. Dann nach nebenan. Übrigens, Käse und Butter bringt
Also es ist egal, ob ich aus guter Milch jetzt guten Käse oder gute Butter mache, der Preis bleibt derselbe. Und also es ist jetzt, man kriegt den Preis für das gute Produkt. Und macht also keinen Unterschied, ob ich jetzt aus famoser Milch, famosen Käse oder famose Butter mache. So, ich wollte ja gucken, ob ihr alle gefressen habt. Auresi hat gefressen. Hier auch. Ich will kein orangefarbenes sehen. Alles klar, habt alle gut gefressen. Vielleicht habe ich sie gestern auch zu früh reingeläutet, dass sie deswegen noch nicht alle gefressen haben. Jetzt mache ich hier noch die Mayonnaise. Im Winter, wenn wir nicht so viel anbauen, also Buchweizen und Grünglöckchen kann man anbauen, da ist das ja dann mit den Tierprodukten, sage ich jetzt mal, eine tägliche Einnahmequelle. Also die Milch, die Wolle und die Eier, beziehungsweise Mayonnaise, Käse und so weiter, was man daraus macht, damit kann man schon eine ganze Menge verdienen, wenn man sich jetzt rein auf die Tierzucht spezialisiert. So, das wäre geschafft. Jetzt werde ich euch hier wieder rausschmeißen und werde noch ein bisschen angeln gehen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Euer Tita Kenji.